So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe. Schüre ein Lagerfeuer, iss einen Apfel und iss einen Pilz. Ich habe da eigentlich schon ganz schnell eine gute Idee, denke ich mal. Ich hoffe nur, dass es auch funktioniert. Ich werde das Ganze in Gruppenkeile machen. Man könnte es auch im Solo-Modus probieren, aber ich denke, Gruppenkeile ist da wirklich die bessere Variante. So, für alle, die sich wundern, warum steht da Skin-Verlosung? Ist einfach nur ein kleines Dankeschön an meine komplette Community, beziehungsweise vor allem an die Mitglieder. Wir machen das in Zukunft so, ich spiele zwischendurch Solo, weil ich einfach Bock habe, ein bisschen Solo zu spielen. Und sollte ich die Runde gewinnen, werdet ihr einen Skin erhalten. Wie mache ich das Ganze? Einfach über den Chat auslosen mit dem Nightbot und alle Mitglieder können dann mitmachen. Also nur ein kleines Dankeschön für alle, die meinen Kanal finanziell supporten. Wer natürlich auch noch so ein bisschen Support da lassen will, gerne auch ein Like da lassen auf das Video hier, wenn ich dir weiterhelfen konnte. Und natürlich auch gerne meinen Creator-Code eintragen, der steht unten links, yt-familyhack. Und dann an die ganzen Mitglieder oder die, die es noch werden wollen, schickt mir gerne eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack, weil wir müssen ja 2 Tage befreundet sein. Ansonsten funktioniert das nämlich leider nicht mit der Skin-Verlosung, aber ich denke mal, die meisten Mitglieder werden eh befreundet sein mit mir. So, wo fliege ich hin? Genau, erstmal dahin. Warum? Weil da sind die Apfelbäume. Die Aufgabe hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Und da ist auch ein Lagerfeuer. Das wird dann erstmal das sein. Und mit den blauen Beeren. Also mit nach Beeren sage ich schon, die Pilze, die sind hier unten. Also im Prinzip einmal da landen, Lagerfeuer anmachen, Baum umhauen, am besten ein bisschen Schaden kriegen, ich weiß nicht, ob das, weil sonst kann man die ja nicht essen, wenn man volles Leben hat. Und danach in dieses Gebiet rennen. So, wir werden das Ganze natürlich jetzt ganz entspannt machen. Und wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen auf das Video, gerne ein Abo da lassen, wenn du ein bisschen Support da sein haben willst. Und wenn du natürlich Bock hast, bei Livestreams etc. dabei zu sein. So, einmal anzünden. Jetzt müssen wir es... Hat es gezählt? Hallo? Aha. Jetzt weiß ich nicht, ob man es nochmal anfachen muss, aber das werdet ihr dann selber herausfinden. Weil ich glaube, das erste hat nicht direkt gezählt. So, und dann einmal hochbauen. Fallschaden bekommen. Zack. Apfel essen. Zack. So, jetzt hole ich mir noch schnell ein bisschen Material. Oh! Ich weiß zwar jetzt nicht, wo das hier ein Pilz ist, aber die Aufgabe hat anscheinend schon gezählt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gerade gucken, hat sie wirklich gezählt? Weil eigentlich war das ja kein Pilz. Warte mal, gerade gucken bei den Aufgaben. Zack, zack, zack. Meine Güte. Doch, die Aufgabe hat gezählt. Also. Ganz einfach, nur hier landen, macht das Lagerfeuer an, facht es nochmal an mit 30 Holz, esst einen Apfel, dann esst ihr noch einen Apfel und schon habt ihr die Aufgabe easy geschafft. Also anscheinend ist ein Apfel neuerdings... Ehre. Anscheinend ist neuerdings ein Apfel auch ein Pilz. Aber falls das bei euch nicht so funktionieren sollte... Wie gesagt, geht hier in dieses Waldstück, aber dann, ich zeige euch gerade das Waldstück. Dann wisst ihr nämlich auch, welche Pilze ich meine. Machen wir ganz entspannt. Ich hole euch einfach mit. Alle die, die jetzt schon die Aufgabe so nachmachen, wie gesagt, gerne ein bisschen Support da lassen. Hier die Luftdinger, wo sind sie? Zack. Dann haben wir das nämlich auch schon. Zack. 2 von 3 mal. Müsst ihr in 3 verschiedenen Matches machen. Werde aber auch noch ein Video zu machen. Also ganz entspannt bleiben. So, dann zeige ich euch gerade das Waldstück, was ich meinte. Das ist nämlich da, wo die 3 Kisten sind, wo die Steine drunter sind. Also im Prinzip wieder eine ganz einfache Aufgabe. Wenn man natürlich nicht weiß, wo man die Äpfel findet, dann kann ich es schon verstehen, wenn man die Aufgabe ein bisschen sucht. Aber ich denke mal, mit meiner Lösung könnt ihr definitiv gut leben, würde ich sagen. So, und für alle die, die fragen, wann beginnt der Livestream, immer noch erst dann, wenn ich alle Aufgaben fertig habe. Weil ihr wisst ja, wenn, mache ich es richtig, weil so nur ein paar Aufgaben, ey, wenn, machen wir doch alle, wisst ihr doch. So, hier unten war aber schon einer, ist aber nicht schlimm, aber 3 Kisten kann man sich hier immer mitnehmen und hier seht ihr schon, hier sind jetzt die Pilze. Die holen wir uns natürlich auch alle mit, weil EP kann man immer gebrauchen.
Dann, 75, 100, 125. Hier sind so viele Pilze, das ist echt. So, holen wir mal die ekligste Waffe im Spiel mit. Also holen wir uns noch hier die EP mit. Zurzeit bin ich echt, wo ich jetzt wieder ein bisschen Custom Games mit euch gespielt habe, ein bisschen Kreativmodus, bin ich irgendwie doch wieder voll so auf dem Trip. EP, 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 EP. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ihr denkt euch doch manchmal auch, ach, ein Level ist mir egal. Und schwupps, seid ihr doch wieder am Level. So, ich gerade mal gucken, ob ich hier die Schlagaufgabe noch machen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil die müssen wir nämlich auch noch machen. Aha. Auf ganz entspannt mal hops genommen worden. Oder wie alle anderen wahrscheinlich jetzt reinschreiben werden, Lost. Aber da muss ich euch recht geben. Das war auch Lost. So. Dann wollen wir noch einen großen Baum. Hier haben wir einen. Dann nehme ich das noch zweimal. 1, 2, 3, 4 und 5 und 6. Zack. Und holen wir das auch noch mit. Abfahrt. So, wie geht's weiter? Bam, 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 bam. Wo geht man denn hin? Ja, aber ich denke mal, die Aufgabe wird ja jetzt wohl jeder soweit verstanden haben. Einfach an der Dingsfarm landen, Lagerfeuer anmachen. Kann sein, dass ihr halt, wie gesagt, das Lagerfeuer nochmal anfechten müsst. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur Zeitverzögerung war, dass dann erst die Aufgabe gezählt hat oder halt erst, nachdem ich es angefacht habe. Also einfach auf Nummer sicher gehen, einfach noch ein bisschen anfahren, gut ist. Wo fällt er denn mit seinem Boot hin? Wo ist er denn? Ah, da. Ja, bei den FPS-Drops. Jetzt mal ohne Quatsch, warum ist das nur... Kennt sich da irgendeiner aus? Woran liegt das, dass ich immer bei Aufnahmen FPS-Drops habe? Aber komischerweise bei einem Livestream nicht. Also wenn sich da irgendeiner auskennt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber ich habe ja sowieso alle Kommentare inzwischen beantwortet. Also so gut wie es ging. Guckt euch... Wie soll ich denn so spielen? Ihr seht hier, das Bild ist eingefroren. Spiele ich da mit 5 FPS? Also. Eieieiei. Oder liegt. Guck mal wieder. Aha. Headshot ist da. Guck mal. 17 FPS. Da sag ich doch ganz schnell, ich habe keine Munition. Ja, das Problem ist, ich habe hier auch noch nicht eine Kiste wirklich gelootet. Ne? Bin einfach hin, wollte die Äpfel haben, wollte das Lagerfeuer haben. Das war's. Ich kann mal gucken, ob wir hier ganz schnell noch ein bisschen Loot irgendwie irgendwo herbekommen. Ja, hier haben wir auch ein Lagerfeuer. Hier haben wir auch noch die Bounce-Dinger. Also die Bounce-Dinger sind ziemlich häufig irgendwie in Gruppenkeile, habe ich das Gefühl. Ach komm. Da sage ich jetzt einfach mal, egal ob EP oder nicht. Gib mir einfach nur... Oh, schmeckt. Damit lässt sich natürlich arbeiten. Wo steht's? 9 FPS. Also wer manchmal rummeckert wegen 10 FPS, 20, ich habe 9. Das ist wunderbar zum Spielen. Kann ich nur jedem empfehlen. Und wie gesagt, es liegt nicht daran, dass ich die Grafikeinstellung zu hoch habe. Also daran liegt es definitiv nicht. Die FPS-Drops habe ich genauso, wenn ich ganz niedrig habe sogar. Da. Das ist nicht spielbar. Aber warum ist das immer nur in Videoaufnahmen? Ich meine, da wieder 9 FPS. Wieder 9 FPS. Ihr seht es hier oben rechts an der Punkteanzahl. Das ist... Also... Wer da sagt, ja, so macht doch Fortnite Spaß, nein. Definitiv nein. So nicht. Gott, ich schwitze wieder on Tour. Zack, zack.
denn jetzt alle hin? Jetzt sind sie alle tot oder was? Ah ja. Hüpf, hüpf, hüpf. Dann würde ich sagen, trotzdem danke fürs Zuschauen. Jeder, der bis jetzt supportet hat, Gruß geht raus. Auch an den das neue Mitglied namens Lord. Er hat es endlich geschafft. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Aufgabe. Und in diesem Sinne, haut rein.